Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check. Ja, zum Wochenstart war der DAX zunächst sehr stark unterwegs. Wir waren in der Spitze bei 14.627 Zählern. Doch dann im Laufe des Tages ging dem deutschen Leitindex etwas die Luft aus. Wir sehen es, 14.417, ein Minus von 210 Punkten vom Hoch. Aber heute Morgen schaut die Welt schon wieder viel freundlicher aus. Wir sind, so war der X-DAX gerade bei 14.600. Sie sehen es, der Late- and Early-DAX bei 14.567. Also in dem Bereich, vielleicht in der Mitte oder am oberen Ende, dürfte der DAX gleich in den Handel starten. Was sind die Gründe? Eine gute Vorgaben aus Asien, da ging es überwiegend nach oben. Man sagt, der Lockdown in Shanghai ist positiv für die Börsen. Warum? Weil dadurch die Ölnachfrage wahrscheinlich nicht so hoch sein wird, damit der Ölpreis sinkt und damit der Druck auf die Energiepreise hierzulande eben sinkt und ja, das den Unternehmen eben mehr Gewinne beschert. So paradox ist im Moment Börse, ein Lockdown als Kurstreiber, ja, so verrückt ist die Sache im Moment. Und wir sehen es, 14.593. Aktuell 1,2%, ein sattes Plus. Wir schauen uns das mal charttechnisch an, bevor wir ja, auf ein Produkt eingehen. Also, wir waren gestern eben über dieser Hürde von 14.553, hatten damit ein Kaufsignal generiert, damit Anschlusspotenzial bis hier 14.820 geschaffen. Das geht lange zurück, diese Linie, oder beziehungsweise dann halt auch bis 15.000 Punkte. Das wären die nächsten Ziele, wenn wir eben über diese Hürde hinausgehen. Nachdem wir da gestern drüber standen, hatten wir dann ein Produkt gekauft. Ein Long-Produkt ist jetzt leicht im Minus. Die JA14 EV, ein Turbo-Long-Zertifikat auf den DAX, hat einen durchaus sportlichen Hebel, so um die 14. Also sollte man schon sich damit auskennen mit dem Produkt. Und ja, wie gesagt, wenn wir da in den Bereich 15.000 vorstoßen würden, dann wären das ungefähr 14 Euro, 14,20 Euro, was hier wir an Potenzial sehen für den Schein. Ansonsten, das war es von meiner Seite. Wie gesagt, wir müssen wieder über die 14.553 da schließen und dann dürfte es in den Bereich von 14.8 bzw. 15.000 gehen. Ich wünsche Ihnen gute Kurse. Machen Sie es gut, bis morgen.